So, hallo und willkommen zurück. Herzfehler, mein Name. In Krieg im Norden. Wir versuchen ihn natürlich aufzuhalten. Und wir sind standhaft. Wir gehen vorher noch zurück. Wie gesagt, da vorne liegen noch so blaue Spuren. Ja, wir müssen hier einfach runtertroppen. Und hier unten. Irgendwo hier war eigentlich was. Ah, hier. Ah, ein geheimer Vorrat der Dunedain. Ja, da bin ich aber froh. Neues Geheimnis entdeckt. Okay, passt. Dann können wir hier wieder raufgehen. Da ist noch eine Truhe. Mitnehmen. Und wieder rauf. Rauf. Und zack, jetzt sind wir wieder da. So, und jetzt gehen wir durch die blaue Wand. Und mal schauen, was uns hier erwartet. Noch mehr Bogenschützen. So. Immer weiter. Und durch. Perfekt. So schaut es hier aus. Wie bei mir zu Hause. Oh, Herzfehler, du tust mir aber leid, wenn das bei dir so aus wie so ausschaut. Okay, passt. Mach mal dein Schild, André, das wäre super. Okay, passt. Was haben wir? Okay, passt, den haben wir auch. So, kommen wir zu dir. Mal die Zähnchen, ne? Bam! Sehr gut. Ja, schlag nur hin, mach. Was du auch immer du willst, gegen drei Leute hast du keine Chance. Ich mach Damage. Damage bis zum Umfall. So, da vorne ist noch ein Bogenschütze. Du willst das zeitliche segnen. Tut mir leid. Ich hasse Bogenschützen. Komm. Perfekt. So, Müllhaufen. Perfekt. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Ja, in diesem Berg ist es so finster, ich sehe leider nichts von mir. Und da oben stehen sie wieder. Kommt her zu mir da. Kommt her zu mir. Und Angriff. Komm. Und Dreieck. Noch nicht. Hinten rollen. Und Dreieck. Das war mal ein schöner Kick, ne? Ja, auf gegen die Wand. Ich mache jetzt mal den Bogenschützen einmal. Wo sind meine Gefährten? Wo sind sie? Anscheinend nicht bei mir. Wo sind meine Gefährten? Entschuldigung. So, meinen letzten Heiltrank verwendet. Gegen einen geschissenen Urukai mit Schwert und Schild und fetter Rüstung. Du bleibst bei mir. Du gehörst jetzt auch mir. Perfekt. So. Wo auch immer meine Gefährten jetzt sind. Ich glaube, sie sind nach Hause gegangen. Ich wäre auch nach Hause gegangen. Und hätte das Bessere machen lassen. Nein, nix da. Der gehört mir. Ach Gott, einschlafen. So, Müllhaufen. Das könnte wirklich ein Müllhaufen sein. Könnte ja ein Müllhaufen sein von den Orks. Immer volle Kanne drauf. Jetzt habe ich mich einmal zurück und zack. Lernt ihr einen Waldläufer kennen! Du kannst nie wieder einen Bogen schießen. Und verbluten wirst du auch. Was ist hier? Hier? Hier ist nichts. Das sind Pilze. Oh, Pilze. Oh, der Magic Mushrooms. Weiter. Jo. Komm, probier's. Wo auch immer meine Gefährten sind, sie gehen mal langsam am Arsch, nämlich die Bogenschützen da hinten machen mich ganz schön fertig. Da sind sie! Mach mal, danke. Sehr nett. Okay, dann machen wir die da hinten auch mal. Papa. Tot. Da liegt noch einer. Den treffe ich nicht. Doch, ich treffe ihn. Jetzt treffe ich ihn. War mit dem Fadenkreuz zu weit unten. Okay, passt. Weiter geht's. Voll geheilt. Ohne Mana-Trank, sehr gut. Ah, ich meine ohne Heiltrank. Mana-Trank. Komm ich auf Mana-Trank. Immer weiter hier. Gefällt's euch? Schon schön, oder? Und hier geht es rauf. Aber bevor wir hier rauf gehen, gehen wir da runter. Nämlich da oben erwartet uns der Bosskampf. Bosskampf. Und da gibt es noch einen Markt, da kann ich noch
vielleicht ein paar Heiltränke kaufen. Da gibt's noch so einen. Das sollte sich als nützlich erweisen. Ein Schwert haben wir gekriegt. Talschwert. Dann müssen wir mal anschauen, was das kann. Haben wir sonst noch was gekriegt, bevor wir in den Markt gehen? Rüsten wir uns aus, würde ich sagen. So, wir haben eine neue Kapuze gekriegt, die, ja, nicht so gut ist. Leider. Wir haben Bogenmeister. Nein, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, das ist auch alles für einen Hugo. So, ein Talschwert haben wir jetzt gekriegt. Großschwert von Hauptmanns. Das macht 256. Das Talschwert macht einen Scheißdreck. Dann haben wir noch das gekriegt mit 157 und eine Axt. Ja gut, mit denen kann man auch nichts anfangen. Wir behalten unser Schwert. Neue Schuhe haben wir auch gekriegt. Ja, die nehmen wir uns doch glatt. Okay, passt. Dann gehen wir mal rein. Und kaufen wir uns Heiltränke. Na, 4 ist besser als nichts. Müssen wir sparsam damit umgehen. Also ich hoffe, dass ich das schaffe. Schauen wir mal da durch, ob wir vielleicht wirklich noch was... Da gibt es noch was. 100 kritischen Schaden, 20 Feuer. Boah, boom, Alter, die hat es. Mehr damit! Okay, passt. Und verkaufen! Das war ein Shit, das weiß ich noch. Die 2, weg damit. Das auch, bap, bap, weg damit. So, das Schwert war das gut. Ich hab keine Ahnung. Großschwert des Ritters. Okay, gut, für mit meinem neuen Schwert kann es eh nichts. Halten, das verkaufen wir mal, den Rest behalten wir uns mal. Warte mal, das Talschwert war auch ziemlich blöd. Robustes Schwert des Waldläufers mit 238, das kann man auch verkaufen. Die Klinge des Hauptmanns kann man auch verkaufen. Das Talschwert, tut mir leid. Ein Großschwert des Hauptmannes kann man auch verkaufen. Das ist jetzt da, das mit dem wird es jetzt gut, aber die Haltbarkeit ist halt für den Arsch, aber für den Kampf wird das, glaube ich, wohl ausreichen, nehme ich mal an. So, und Schuhe kann man auch verkaufen. Hoppa. Und was haben wir hier noch? 4 Mana, 4 Heiltränke. Das wird schwer. Ist ja egal, wir werden das schon schaffen irgendwie. Gehen wir wieder rauf. Wir sind ja Gott sei Dank zu dritt. Nein, wir kämpfen nicht gegen den Drachen, mit den Drachen reden wir nur. Sage ich gleich. Nicht, dass ihr euch freut. Oh, jetzt macht er gleich einen Drachenblatt. Nein, nein, nein. Das Schwert sollte ich vielleicht auch ausrüsten, bevor ich da reingehe. Gimmschlag. Grimmschlag, Entschuldigung, Grimmschlag. Okay, probieren wir das mal aus. Wie groß ist es? Ah, es... Ja, es macht auch schön. Ah, es brennt auch schön. Woher kennen wir das? Brenn, du mieser Wichser. Freddy vs. Jason. So, Cutscene. Da ist er. Bosskampf. Alleine wäre er, glaube ich, nicht so schwer. An meine Seite. Ja, wie wäre es, wenn du deine Kuppel machst? Kuppel? Sie stehen da und machen nichts. Ja, dann werdet sie krepiert, nehme ich einmal an. An meine Seite. Hallo, machst du bitte deine Kuppel? Oh, da hinten machst du deine Kuppel, was ist mit dir? So, gib ihn. Kommen schon seine Art Genossen, die werden ihm jetzt helfen, da sieht man sie schon. Und hinter mir ist er. Und wir drücken Dreieck. BAM! Wegrollen. Da kann man eigentlich auch schön leveln, muss ich sagen. Nämlich die Leute kommen immer wieder, immer wieder, immer wieder. Da kann man wirklich schöne XP-Punkte sammeln dann. Rein da. Perfekt. Und wir drücken 3. Und drücken 3. BAM! Der Zwerg ist gestürzt! Unterstütze ihn! Ah, ist gestürzt. Wir brauchen deine Hilfe, wenn wir diese Schlacht gewinnen wollen. Heilin, 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 heilin hoch. Rein da. Kuppel. Bin ich am Mikro angekommen, Entschuldigung. Jo, draußen stehen und schießen, gell? In denen sind wir gut. Komm schon, du. Nein, jetzt habe ich meinen Betäubungspfeil, aber der ladet sich hier schnell auf. Das passt schon. Wo ist er? Da, ihr braucht Hilfe. Kommen wir mal. Ah, da ist er, ey. Okay, 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 okay.
Oh, jetzt steht er da oben. Ach Gott. Wo bist du? Gottes Willen, Alter. Da steht er direkt vor mir. Nein, ich hab ihn verfehlt, hab ich. Komm, bleib mal stehen da. Ganz kurz nur, lass mich mal da. Und wir haben jetzt sogar schon drei Dinge. Ich glaube, Feuer tut ihm wieder regenerieren, aber das ist mir eigentlich ziemlich egal. Das sind eh nur 28 und ich mache über 200 Schaden. Alter, Vater. Alter, Vater. Okay, gut. Wir müssen uns Heiltränke reinhauen. Das wird dich niederstrecken. Wir drücken Dreieck. Dreieck, komm. Wohl. Und boop. Nein, wieso? Bleib stehen. Ach Gott. Ich hab doch eh gedrückt. Mehr als dass ich drücke, kann ich auch nicht tun. Ich habe nur noch zwei Heiltränke. Das wird knapp. Ich brauche Hilfe. Einen nur noch. Alter, Vater. Soll ich mir den gleich auch gleich reinpfeffern? Alter, ich krieg die Hucke voll. Das ist ja nicht mehr normal. Weg mit dir. Ja, endlich einmal, dass du deine komische Kuppel da machst. So, dir werde ich von hinten Feuerschutz geben. Hilf unserem Freund! Unterstütz mich! Die Elbin ist am Boden! Schnell! Hilf ihr! Ich weiß nicht, und rollen. Und Dreieck. Wo ist er? Er ist schon wieder weg. Fertig, Deppert. Und hinten in den Rücken. Bam. Okay, der ist down. Meine Güte, Alter, ich krieg ihn in die Fresse, das ist nicht mehr normal. Ich sollte mich, glaube ich, eher auf ihn konzentrieren, da. Ich bin im Arsch. Komm, einmal. Oh, schade. Aber das geht sich aus. Komm her zu mir. Warum bückst du dich da vorne, wenn ich da hinten lieg? Danke. Werde ich wenigstens wieder vollständig geheilt. Und deinen Heiltrank habe ich auch gefunden. Das ist auch gut. Ja, wenn du deine komische... Jetzt bin ich dran. Ja, tut mir leid. Ich weiß das zu schätzen. Sehr gut, Farin. Sehr gut. Komm, steh auf. Ah, tut sich wieder wegteleportieren. Bin ich froh, dass ich genug Pfeile habe. Ohne Pfeile wäre ich ja auch aufgeschmissen. So, Dreieck. Nein, jetzt tut er sich schon wieder. Aber ich habe ihn bald. Das scheiß Bogenschützen mal wegmachen da. Vielleicht kommen die ja nicht mehr. Oder keine Ahnung. Aber die gehen mir voll am Arsch. Die schießen die ganze Zeit von da oben und niemand kümmert sich um die. Weg. Und Dreieck. Gescheißen, Alter. Jawohl, wir haben ihn. Bist du denn deppert? Ein Heiltrank. Aber wir haben ihn. Pum. Wie es hier leise ist. Große Feder. Ah, den Vogel hätte ich vielleicht auch holen können. Der fällt mir jetzt erst ein. Wurscht. Okay, passt. Wir machen hier Partende. Oder, ja. Oder soll man noch das Gespräch da reinführen? Ja, wir bauen noch das Gespräch noch ein in den Part. Mit den Drachen. Bist du deppert, Alter. Okay, passt. Haben wir das auch geschafft. Oder den Ladebildschirm. Ich glaube, es geht eh gleich los mit Gesprächen. Wenn nicht, dann machen wir Part Ende. Wenn ja, dann hören wir uns das natürlich noch an. Es wird jetzt nämlich ein bisschen länger wieder. Das ist gut, wenn wir das in den Part einbauen. Okay, gut, passt. Cutscene. Ich bin schon ruhig.
dass ich ihm antworte, wenn ich es für richtig halte. Du bist nicht, was ich erwartet habe. Du bist kein Mensch aus Kandu und auch kein Beorminger. Vielleicht wirst du mir sagen, warum ihr hier seid. Naja, wir sind halt auf der Durchreise. Wir haben vor, dich zu vernichten. Wo soll man ihn reizen? Wir reizen ihn. Ich bin Erada, ein Waldläufer aus Eriador. Meine Gefährten und ich sind gekommen, um dir ein Ende zu bereiten. Du bist ein mutiger Waldläufer, zugegeben, aber ich habe in all den Jahren schon viele mutige Männer verschlungen. Du bist nur ein weiterer Möchtegern-Held. Dann bringen wir schon hinter dich. Wir kämpfen bis zum Ende. Nein, dann bringen wir es hinter dich. Spiel nicht mit mir, Drache. Wenn du vorhast, mich zu töten, dann tu es einfach und erspar mir deine Häme. Dich töten? Das werden wir sehen. Kann es sein, dass ihr Agatha dient? Ganz und gar nicht. Was, wenn es so wäre? Nein, ganz und gar nicht. Wenn du glaubst, dass das wahr ist, weißt du nichts über uns. Wir haben geschworen, Agatha zu vernichten. Habt ihr das wirklich? Vielleicht können wir uns auf einen Handel einigen. Was für einen Handel? Mit Drachen verhandeln wir nicht. Einen Handel? Mit einem Drachen? Für wie dumm hältst du mich? Das Einzige, was du von mir bekommst, ist Stahl. Stahl? Du Narr, mein Schuppenpanzer ist härter als dein Stahl. Ist das alles, was du gegen mich aufbieten kannst, Stahl? Ja. Oder eine Panzerfaust. Ich hingegen habe viele Möglichkeiten, dich loszuwerden. Soll ich dich mit meinen Krallen zerreißen? Mit meinen Zähnen zerhacken? Soll ich dich den brennenden Zorn meines feurigen Atems spüren lassen? Oder soll ich dich einfach zerquetschen, wie das lästige Insekt, das du für mich bist? Das wäre nett. Vielleicht werden deine Freunde mehr Lust bekommen, sich mein Angebot anzuhören, wenn sie dich sterben sehen. August, nein! Wir werden dich anhören! Also, seid ihr nicht alle nur Prahler und Narren? Zumindest einer von euch ist klug genug zu erkennen, wenn ihr unterlegen seid. Also gut, hört genau zu. Agatha möchte, dass ich ihn bei seiner Eroberung des Nordens unterstütze. Als Belohnung bietet er mir das Reich am Nordenbad und alle Reichtümer, die dort zu finden sind. Das wissen wir. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, oder das wissen wir, ist genau das Gleiche. Das ist für uns nichts Neues. Wir alle wissen von Agatha und seinem Angebot. Was glaubst du, hat uns hierher geführt? So. Trotz deiner Dreistigkeit und deines Draufgängertums scheinst du nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Ich weiß nicht, wie du von Agathas Angebot erfahren haben könntest, aber das ist auch nicht wichtig. Da du ja so viel weißt, ist dir vielleicht auch bekannt, dass ich kein Interesse an Nordenbad habe. Was soll jemand wie ich mit so einem zwergenverseuchten Loch? Nein, ich habe mein Auge auf einen weit größeren Preis geworfen. So. Ich will die alte Festung des Hexenkönigs selbst. Komm, du. Dann nimm es. Der Hexenkönig? Jetzt können wir wieder nachfragen. Und Kadum auch? Nein. Dann nehmen wir. Wir wissen ja, wer der Hexenkönig ist. Er wird ja getötet. Im dritten Teil von der Nichte vom König von Rohan. Was hindert dich daran, es dir zu nehmen? Agatha. Er hat die Kontrolle über Khandun übernommen. Von dort plant er, den Norden zu erobern. Hast du Angst vor ihm? Dann greif Agatha an. Hast du Angst vor ihm? Wenn du so mächtig bist, warum nimmst du dir nicht einfach Khandum von Agatha? Hast du etwa Angst vor ihm? Stell meine Geduld nicht auf die Probe, Waldläufer!
Ich fürchte keinen Menschen, aber Agandar ist ein Diener Saurons. Und ich habe nicht vor, mir den dunklen Herrscher zum Feind zu machen. Ihr habt das allerdings bereits getan. Wenn ihr wünscht, dass ich in diesem Krieg neutral bleibe, vernichtet Agandar und gebt mir Khandu. Ja, kein Problem. Abgemacht. Wir können dir nicht trauen. Nein, abgemacht. Also gut, Drache. Da Agandar das größere zweier Übel ist, werden wir dein Angebot akzeptieren. Halte dich aus diesem Krieg heraus und Khandu wird dein sein. Eine weise Entscheidung. Dann enttäusche mich nicht. Nein, das werde ich nicht. Und wenn dir das Schicksal Nordenbarts wirklich am Herzen liegt, dann wirst du vielleicht zurückkehren wollen. Agandar greift es an, noch während wir hier sprechen. Sie werden unsere Hilfe brauchen. Gehen wir. Oh ja, unbedingt. Beeilt euch. Okay, also wieder zurück. Das, was ich euch vorher gesagt habe, hier ist es schon. Kommt jetzt Vogel. Ich frage mich wirklich, was in der Höhle passiert ist. Doch wenn Freunde in Not sind, ist keine Zeit für Fragen. Ich rufe Armenel und Barantor. Dann können wir aufbrechen. Na, wenigstens was. Okay, gut. Dann machen wir hier Schluss und wir beginnen dann mit dem neuen Part dann in Nordenbad. Ist es doch Nordenbad? Ja, keine Ahnung. Gundabadberg. Nordenbad. Ja, okay. Gundabadberg war das und Nordenbad haben sie uns dann hinbracht. Okay, passt ja, okay. Bin ein bisschen verwirrt. Also, wir beginnen dann in Nordenbad. Da werden wir dann angegriffen. Da müssen wir eigentlich nur Wellen abwehren. Also, ihr werdet das dann eh sehen. Das ist so wie Tower Defense oder Defense Tower, wie man das auch immer nennt. Ich habe keine Ahnung. Ja, okay, gut. Ja. Lasst mir Comments da. Lasst einen Daumen da. Vielleicht ein Abo, wenn es euch gut gefällt. Ich wünsche euch was, meine lieben Freunde. Mein Name ist Herzfehler. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.